Willkommen zu einer kleinen Mini-Review heute leider nur, denn ich bin heute ein bisschen im Zeitstress, muss gleich schon wieder zur Arbeit, komme erst heute Abend gegen 10 nach Hause und ja, ist gerade ein bisschen anstrengend, aber um wenigstens ein kleines Video zu machen, habe ich mir dann den Sand Trooper aus der Star Wars Black Series genommen, diesmal mit dem schwarzen Pauldron. Dazu habe ich gleich noch eine Erklärung, was mit den Pauldrons auf sich hat. Habe ich extra für euch nochmal nachgelesen alles. Und im Prinzip, ich habe die Verpackung jetzt gerade nicht zur Hand, aber es ist halt der Sand Trooper. Der sieht halt im Prinzip genauso aus wie sein Kollege aus der ersten Welle. Der hier ist jetzt, glaube ich, aus der sechste Welle. Jetzt muss ich mal nach. Fünfte oder sechste Welle jedenfalls. Schon mit dem blauen Design. Und unterscheidet sich jetzt nicht großartig vom anderen. Das zeige ich euch gleich alles noch im Detail. Bezüglich der Pauldrons, ich habe jetzt im Prinzip zwei Sand Trooper hier stehen, einer mit einem orangenen Pauldron, der mit einem schwarzen Pauldron. Ich habe mich jetzt mal erkundigt, Sergeants haben ein weißes Pauldron, habe ich jetzt hier leider keinen. Orangenes Pauldron steht für den Squad Leader, also für den Einheitenführer sozusagen. Und schwarz ist halt Enlisted Troop, also sprich normaler Truppler, ohne besonderen Rang. Wie heißt denn das? Rekrut, glaube ich, ne? Rekrut muss das sein, ja. Ne, wobei Rekrut ist, glaube ich, schon wieder... Naja, normaler Soldat halt, ohne jetzt besonderen Rang. Der hier lässt jetzt schon seine Knarre fallen vor lauter Schock, dass ich mir hier zusammenrede. Ja, großartige Unterschiede gibt es keine. Also der hat halt auch hier so ein leicht sandiges Washing bekommen. Prinzipiell ist er halt vom Design her, von den vom Zubehör her, vom komplett allem her nahezu identisch. Ich habe bisher noch keinen großen Unterschied gesehen und Beweglichkeit ist auch exakt die gleiche. Hier jetzt noch als weiteren Vergleich noch den normalen Stormtrooper. Und Domino Day gibt es gratis dazu. So, jetzt bleibt mal stehen, Jungs. So, ihr seht, da ist im Prinzip kein großer Unterschied zu seinem Kollegen, bis auf hier das Schulterdingsi. Ist eine nette Möglichkeit, wenn ihr jetzt noch ein bisschen Army-Building betreiben wollt, dass ihr da jetzt in einer neueren Welle nochmal an Sand Trooper rankommt. Vor allem könnt ihr, wenn ihr halt jetzt sagt, oh, ich will jetzt unbedingt einen Sergeant haben, könnt ihr dem halt noch irgendwie weiße Farbe auf die Schulterplatte machen und sozusagen dann halt den Sergeant rekonstruieren. Passt dann wunderbar, finde ich. Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht, weil es mein einziger schwarzer Sand Trooper ist. Oh Gott, mein Hals. Mal gucken, sollte ich vielleicht nur günstig in den Sand Trooper rankommen, kriegt der dann halt ein weißes Pauldron. Sonst habt ihr halt, wenn ihr jetzt hier den mit dem Orangenen habt und mehrere von dem Schwarzen, passt das auch, denn wie gesagt, Einheitenführer und normaler Soldat. Ja, das war... recht kurzes Video, dafür entschuldige ich mich schon mal. Ja, wurde vergessen. Aber ich habe direkt noch eine Ankündigung, nämlich die ersten Combiner Wars Figuren sind bei mir eingetroffen. Das heißt, übers Wochenende und die nächste Woche werde ich euch nahezu durchgehend mit Combiner Wars Reviews versorgen. Los geht es voraussichtlich sogar schon morgen. Mit viel Glück, sogar schon heute Abend, je nachdem wie fertig ich nach der Arbeit bin. Auf jeden Fall bin ich bisher soweit begeistert und ja, ich bin gespannt, was ihr von den Figuren haltet. Mehr zu Combiner Wars, mehr zu Star Wars etc. gibt es natürlich im Laufe der Zeit auch noch hier auf starblade.de. Wenn ihr wollt, schaut doch mal in die ganzen Links hier unten rein, da sind ganz viele interessante Links drin. Und sonst lasst ein Abo da, hier oben könnt ihr den Knopf drücken, Daumen nach oben, freue ich mich auch mal drüber. Und schaut natürlich auch dann in die nächsten Videos wieder rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freut euch auf die Combiner Wars, das wird toll und bis zum nächsten Mal.
Das war's auch schon wieder für heute. Doch kein Grund zu verzweifeln, denn auf unserem Kanal findest du noch viele weitere Videos, die das Nerdherz höher schlagen lassen. Und wer weiß, vielleicht ist etwas dabei, was du so noch nicht auf dem Schirm hattest. Und wenn dir das nicht reicht, schau doch mal auf unsere Internetseite starblight.de. Dort findest du unser großes Forum, News, Infos zu Kinofilmen, Videospielen und Serien und natürlich vieles mehr. starblight.de. Von Nerds für Nerds.